Guten Abend, Klaus. Lehn dich mal schön in deiner Couch zurück. Ich versuche, dich zu unterhalten. Und auch hallo, YouTube. Wenn ihr euch interessiert über meine Folder, dann bleibt dran. Ich fange an mit einem Folder, den ich bekommen habe von Stefan 123321. Ein ganz Edelstahl Sanrimu Schlüsselanhängermesser mit von Stefan geknüpften Zughilfe. Stainless steht dann ab, Klingenwurzel Sanrimu. Und wie der Zufall so will, kann ich auch gleich ein Paket von ihm öffnen, das ich von ihm gewonnen habe. Der neueste Zugang. Oh. 80% roh und Superfoods. Organic, vegan, gluten-free. Danke, Stefan. Rohkost ist immer gut. Okay. Und hier ist das Teil. Aber bevor ich das wegmache, doch, dann viel Freude damit. Liebe Grüße und Peace, Stefan. Danke dir, Stefan. Ja, jetzt sind wir eigentlich bei einem Thema. Das ist in Deutschland legal zu führen. Und das, weil es einen Flipper hat, nicht legal. Oh ja. Ich habe noch gar kein Messer mit Wellenschliff in meinem Besitz. Und da habe ich gedacht, damit so etwas legal würde, müssen wir mal checken, was hier die Zentimeter angehen, ja, weit unter 12, das sind bis zum Beginn des Ricassos sind es 9,4 Zentimeter. Aber damit so ein Messer eben legal werden würde, müsste man einfach, habe ich mir zumindest so einfach gedacht, genau an dieser Stelle hier eine Markierung machen und dieses Halbrund ausschleifen. Hier habe ich mal den Flipper eingeschwärzt und wenn man den so wegnehmen würde, da würde man das eigentlich, würde dem der Optik des Messers keinen Beinbruch geben. Das bedeutet, man kann es hier erkennen, so ist es quasi durch die Blendung uneingeschwärzt. Dieser Haken, der würde so wegkommen, kann man sich optisch, glaube ich, vorstellen. Das bedeutet, die Ecke fehlt dann auch hier. Aber da hier sowieso ein großer Fingerguard durch diese oder Fingermulde ist, sehe ich da kein Problem. Das ist natürlich ein ordentlicher Klopper. Aber schöner Gang. Also, erinnert mich an ein anderes Messer, das ich ersteigert habe, erklümmelt habe. Und das ist dieses Sanrimu, damals voll funktionsfähig, ein in Deutschland auch § 42a konformes, legales Flipmesser, wobei das 9054er Sanrimu nicht wirklich als Flipper eignet, sondern eher hier als Öffnungshilfe, wo man dann mit dem Daumenpin oder mit dem Handgelenkschwung weiter öffnet. Das habe ich
mal zum Schnitzen so hart dran genommen über Stunden, dass mir die Achsschraube rausgeflogen ist. Und dabei haben sich die, oder gelockert, dabei haben sich die Schalen geweitet und der Stopperpin, der hier normalerweise ist, damit die Klinge nicht weitergeht, ist mir ins Gras geflogen. Schade, dadurch kann die Klinge jetzt weiter gehen. Damit das nicht passiert, habe ich jetzt einfach eine Imbusschraube durch das serienmäßige Loch gefädelt, eine Sicherheitsmutter da drauf gelegt, also zum Arbeiten reicht es noch. Schade drum, weil das war bisher mein größtes legales Einhandmesser. Dann gehen wir zum Thema weiter. Einhandmesser. Das hat mich allgemein fasziniert. Und dann habe ich beim Miro dieses kleine Bird Turn entdeckt. Und er hat es günstig verkauft. Wiewohl ich dieses Loch überhaupt nicht mag vom Design. Und wenn ich Lebensmittel schneide, dann verfängt sich hier immer was drin. Ein bisschen Butter, ein bisschen Marmelade, Krümel. Ist es ein ganz tolles Einhandmesser. Ich mag, wie leicht es ist. Und dass ich es mit einer Hand aufmachen kann. Der Drahtclip ist so dezent und nicht zu fest und nicht zu locker. Gefällt mir. Was mir noch gefällt bei dem Design, das haben viele Spider-Codes und aus deren Design eben aus, von Hause aus, das ist, dass der Zeigefinger hier als Einklappschutz dient. Und damit möchte ich überleiten zu dem nächsten Messer, das nicht mehr lange meins sein wird. Das ist das Lansky World Legal Knife, was ähnlich wie dieses Bird Turn hier ein, in der Zeigefingermulde quasi ein weites Zuklappen verhindert. Auch legal. Das geht ja im nächsten Giveaway an den neuen Besitzer. Ich finde es urig, stabil, mega stabil, aber ich habe mich entschlossen, da ich so wenig mit dabei hatte als EDC, dass es doch einen neuen Eigentümer suchen sollte über das Giveaway. Ja, so viel zu den eher modern anmutenden Messern, die ich jetzt hier auf dem Tisch habe. Bei dem Thema Folder, natürlich Taschenmesser, da denkt jeder an Victorinox. Ich habe es vor kurzem in einem besonderen Porträt vorgestellt. Ich nutze gerne einen Schlüsselring an einem Gewebeband, dass ich den Schlüsselring, den ich, der diese Größe hat, dass er genau auf zwei Windungen quer liegen kann. Dabei klemme ich mit der Spitze des Korkenziehers diesen Originalschlüsselring, der ja manchmal klappern könnte, hier gleich ein. Zack, da klappert nichts. Auf diese Art und Weise ist das Messer gut befestigt, aber eben auch schnell wieder frei. Ich mache es wieder zu. Habe ich gerne als EDC dabei, aber
inzwischen schon als zweites Messer zu dem, wenn man wirklich mit einer Hand was in der Hand hält, mit der anderen Hand aus der Tasche ein Messer ziehen möchte und das öffnen, Paket öffnen, was man auch gerade in der Hand hat, ohne jetzt erstmal den Gegenstand aus der Hand zu nehmen und dann gerade hier mit der Fingernagelhaue dann das Messer zu öffnen. So, eigentlich als Gag gedacht, hat mir jemand in der Ukraine dieses Messer, Gabel, Löffelmesser, Besteckmesser geschenkt, das inzwischen schon stark gelitten hat. Der Plastik taugt nichts. Und ähnlich wie bei meinem Richards, was wirklich was taugt, als Messer und Gabelmesser, Besteckmesser, was ist das rum, habe ich auch bei diesem Messer mir einen Gummiring von einem Fahrradschlauch hier in den Korkenzieher eingefädelt. Das funktioniert ganz einfach auch als Sicherung, gerade für Messer, die keine Öse haben und die man vielleicht auf dem Liegeradfahrrad aus der Tasche fliegen könnten. Und zwar nehme ich da diesen Fahrradschlauch Gummiring, setze den von außen auf den Korkenzieher und drehe diesen hier hinein. Wenn ich dann das Messer zuklappe, ist es auch eine Sicherung. Das letzte Messer von den Klappern, was ich jetzt noch zeigen möchte, ist das Walter Military Classic Knife, Classic Military Knife. Das mag ich besonders, weil es einfach eine Klinge hat und eine Säge. Die Säge möchte ich auch bei meinem Victorinox nicht vermissen. Und wenn ich mir nochmal ein Victorinox kaufen würde, zum Beispiel mit feststellbarer Klinge, dann hätte es auf jeden Fall auch eine Säge. Wiewohl ich auf größere Touren gerne meine Felco 600 nehme und dann nicht unbedingt eine Säge brauche, habe ich auch gerne als EDC, wenn ich eben mein Hobo einschmeißen will, eine Säge dabei. Und in diesem Falle ist die hier dabei. Gern genutzt und in Form dieser Tasche hier auch als Neckknife tragbar oder am Gürtel per Schlaufe anfädelbar. Wenn wir schon bei dem Thema Neckknife und Leder sind, möchte ich einfach der Vollständigkeit halber zwei andere Taschenmesser noch ganz kurz in die Kamera halten, weil sie so klein sind und weil ich sie deswegen als Fixed Pocket Knives bezeichne. Und diesen Begriff, den nehme ich, habe ich nicht selber entwickelt, den habe ich von Udo gehört. Das ist das Lepus Mini Buschbeil, was mein Vater und ich zu einem Buschbeitel umgeschliffen haben. Und tatsächlich, man kann damit zimmermannsmäßige Improvisationen für Holzverbindungen herstellen. Und mein liebstes Fixed Pocket Knife, weil es so klein und so leicht ist, ist das kleine Udo Poco mit einer modifizierten Schafsfußklinge, tiefen Fingermulde für den Zeigefinger. Und so gesichert trage ich es hier in der Geldtasche von der Jeans als Fixed Pocket Knife.
funktioniert richtig gut. Und da, wo ein Victorinox, weil es eben nicht feststellbar ist und weil es irgendwo eine Mechanik hat, versagen würde, was unser lieber Felix Immler natürlich vehement bestreiten würde, wo ich ihm auch recht gebe, aber da, wo mir es persönlich psychologisch gesehen zu unsicher ist, da nehme ich dann gerne das hin. Ja. Sogar um 2 Daumen dicke Äste zu batonieren, habe ich schon hergenommen, um an das trockene Innere von den Vierteln ranzukommen, um einen Volleingang zu kriegen. In diesem Sinne, Klaus, hoffe ich, dass dieser Messerplausch für dich ein wenig unterhaltsam ist. Ich stehe grundsätzlich also nicht so sehr auf taktischen Look, weswegen ich bei diesem Messer eben auch mal in Erwägung ziehe, mir andere Griffschalen reinzumachen. Eine Sache fällt mir noch auf, was ich bei diesem Messer mag gegenüber den vielen, die so taktisch sind. Es hat keine Thumbstuts. Und damit, wenn ich die Thumbstuts entfernen will, auch kein hässliches Loch. Also ich denke mal, das Messer hat das Potenzial bei mir als großer Heavy-Duty-Folder mitzukommen, wenn ich das hier entsprechend abschleife. Denn das Messer kann man ja wirklich, ehrlich gesagt, mit einer Hand öffnen. Das ist so gut eingestellt von dem Lauf. Das kann man sehr gut, auch wenn man es wollte, mit einer Hand öffnen. Und da brauche ich auch keine kleinen Flipper. Also gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind alle etwas messerverliebt und wir reden gerne drüber. Und deswegen denke ich, dass die Leute, die so einen Messerplausch anschauen, auch die Geduld mitgebracht haben. Aber ich bedanke mich für die, die mir so fleißig auch Daumen hoch geben, die mir konstruktive Kommentare geben. Es macht echt Spaß. Und ohne euch hätte ich nicht so viele Messer auf dem Tisch liegen. Also, ciao!